Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nofusen Marsch. Wir machen ja Zeug. Später werden wir das noch schwatten. Teil werden wir lose reinfahren zum Stall. Ein Teil werden wir pressen. Ja, mal ein bisschen. Und den Rest, naja, verkaufen werden wir es nicht. Das meiste fahren wir aus dem Stall. Lose rein. Also die Kühe für eine Weile versorgt. Wir werden noch einen Teil im Ballen pressen und entsprechend lagern. Na, immer richtig mal. Da vorne haben wir auch noch, was ich mal da vorne macht. Wie er da vorne mit umgeht. Jedenfalls die Kühe. Schon mal bei 30% Priorität. Wir haben sauber, wir haben Gras. Wie lange es reicht, weiß ich aber nicht. Mal schauen. Jetzt kriegen wir noch Räume zu. Silage. Wenn wir noch ein Gerät kaufen müssen. Mal schauen, wie er vorne ausgeht mit dem Wenden. Ob er den Deich bergauf fahren will. Ansonsten müssen wir hier noch zwei, dreimal vorarbeiten. Ja, das können wir auch nacharbeiten, das ist okay. Gut, dann holen wir jetzt mal den anderen Traktor und werden jetzt entsprechend den Zetter vorbereiten. Gleich waschen. Sieht mir ganz böse aus. Dann werden wir ja noch Stroh pressen müssen im weiteren Verlauf, wenn es der Roggen soweit ist. Und ich glaube das Gerste glaube ich, ja. Ey, das sieht grün aus. Das sieht nach Gras. Leistung 20%. So, jetzt fahren wir den gleich in die Halle. Machen. Verlenkt. Ne.
alles so wie sie noch. Aber solange Heupress Heu macht, werden wir uns um die um das Feld kommen, Dünger reinbringen. Dazu nehmen wir unseren die Traktor. Ich bin sehr gespannt hier mit dem, was hier noch wächst. Und hier schon gewachsen, hatte zuerst Rocken ausgesät und dann die Gerste ist voll gewachsen komplett. Hoffen nicht. Auf dem anderen Feld, wo Hopfen ist, da weiß ich noch nicht, wie es da aussieht. Keine Ahnung. Jedenfalls düngen wir erstmal. Den Servicewagen stellen wir hier mal hin. Das werden wir gleich als Werkstatt nehmen. Traktor umrüsten. Pflegebereifung. Der Glove. Siehste. Quatsch. So. Frage. Kann sein, dass so nicht funktioniert. Aha. Jetzt fehlt mir eine Mod. Den könnte ich ja durchsuchen. Weil das Gewicht geht mir ja gar nicht. Traktor gibt das. Klar. Konfigurieren. Ist das wollten wir machen. Stellen Gewicht dran. Ja. Und gleich zum Düngerstreuer hin. Wenn wir gleich Feld 1 düngen oder fahren wir auf Feld 13 machen, mal sehen.
auffüllen. Aber eh klar. Machen wir weg. Öffnen. Schon reingehen, ne? Kontrolle. Ist 13 soweit reif im Wachstum. Da schon ein weiter. Ah, 13 noch nicht soweit. Dann auf Feld 1. Ah, Onkel kommt auch schon. So, schau mal hier. Dieses. So. Ja, das Düngenfeld 1. Heute angefangen. Mittendrin. Das macht ja nichts. So, das wäre jetzt düngen. Dann ist ja auch fast fertig. Das ist mein Helfer, sag ich dir, du. Gut, da muss ich halt nacharbeiten. So eine einfachen Sachen wie so mitdenken, Halbwertsystem, das haben sie nicht. Deswegen haben die auch Standard-Maps alle so eine breiten Grasstreifen beim Feld, da man das schön weit wenden kann. Sinnvoll.
ein Heuballen, ein Quatsch, ein Silageballen, da geht's drüber. So. LKW. Den lassen wir stehen. Jetzt schauen wir mal unsere. Ach, der ist ja am Ende. Namu. Aber wir brauchen nur einen. Plan. Abhängen, ja, Plan nicht, abhängen. Oh, meine Freunde der Landwirtschaft, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mir ein Like freuen. Gerne über ein Abo. Und hört sich und sieht sich. Ich hoffe, zur nächsten Folge. Bye bye.